Aloha oder auch Moin. Wir sind gestern erfolgreich in Hawaii angekommen. Wir hatten einen circa 8 Stunden Flug von Auckland bis nach Honolulu. Sind da 22:40 glaube ich gestartet, auch pünktlich. Der Große ist direkt noch vorm Abflug eingeschlafen und hat auch glaube ich 7 Stunden zumindest durchgeschlafen und war dann nur die letzte Stunde kurz vorm Landen halt wieder wach. Die Lütte ist auch relativ schnell dann eingeschlafen nach dem Start und hat auch die meiste Zeit während des Fluges geschlafen. Ich tatsächlich auch. Und Vivi weiß ich ja nicht, wie oft sie die Augen zubekommen hat. Auf jeden Fall hatten wir einen super Flug, vor uns war keiner. Wir sind direkt quasi eingestiegen ins Flugzeug und hatten die erste Reihe, die dann halt kam, weil wir dann auch ein Bassinet hatten, wo wir die Lütte halt reinlegen konnten. Das haben wir nicht ganz so oft genutzt. Sie ist dann halt bei Vivi auf dem Arm eingeschlafen und Vivi hat dann auch geschlafen. Von daher war das dann halt okay. Aber ansonsten war alles super. Wir sind mit Air New Zealand geflogen, super Service. Wir konnten auch den Gurt wieder für den Großen nutzen, den Extra-Gurt, und sind hier wohlbehalten angekommen. Wir sind was um 9 Uhr gelandet, circa in Honolulu, und haben dann noch am Flughafen gewartet. Wir hatten erst noch Passkontrolle, das lief aber auch ohne Probleme, und auch Gepäck haben wir alles bekommen, auch ohne Probleme. Mussten erst noch ein bisschen warten, bis unsere Sachen letztendlich da waren, aber wie gesagt, alles kein Problem. Und dann hatten wir noch ein paar Stunden am Flughafen, die wir verweilen mussten, weil wir unsere Unterkunft erst ab 15 Uhr hatten. Wir sind jetzt hier 3 Wochen in Honolulu. Wir haben mit Absicht nur Oahu ausgewählt, weil wir nicht noch mit den Kindern hier hin und her fliegen wollen auf die anderen Inseln. Und einfach gedacht haben, wir haben hier die Möglichkeit, vielleicht auch nach dem ganzen Camping. Wohlgemerkt hatten wir da bei der Planung nicht das eigentlich anders geplant mit Neuseeland am Ende, dass wir ja gar nicht 2,5 Wochen dann in Auckland sind, sondern halt dann hier direkt hierher fahren, fliegen. Nun denn, aber jetzt sind wir halt 3 Wochen hier in Honolulu. Es gibt hier genügend Sachen, 5 bis 10 Minuten bis nach Waikiki zu Fuß von unserer Unterkunft, wo wir am Strand einfach sein können, in den verschiedenen Lagunen oder auch andere Aktivitäten. Wir werden uns wahrscheinlich auch mal für 2-3 Tage oder so ein Auto mieten, das ist ja ganz günstig, wenn man weiß wie. Dazu dann später einfach noch mal mehr. Und werden dann halt ein bisschen auch noch mal die Insel erkunden, ansonsten einfach die Zeit auch hier verbringen, ohne dass man jetzt groß irgendwo hin muss. Genau, bei der Ankunft selber, also beim gestrigen Tag, haben wir gar nicht mehr viel gemacht. Wir hatten uns dann glücklicherweise ein Uber bestellen können. Das ist jetzt auch erst seit kurzem, na gut 2-3 Jahre oder sowas jetzt halt hier machbar. Vorher war das immer am Flughafen verboten, jetzt ist es halt machbar. Das war damals halt vor 6 Jahren dann halt eben noch nicht der Fall, dass es möglich war. Da mussten wir uns noch so ein teures Shuttle halt mieten. Jetzt konnten wir mit Uber fahren. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir dann los konnten, relativ teuer, weil es auch gerade mit einem Sturmregen angefangen hatte. Und dann hätte das $60 gekostet für uns. Also wir mussten halt ein großes Uber bestellen aufgrund des Gepäcks. Und weil wir das aber entsprechend nicht wollten für $60 und ja auch nicht unbedingt in Zeitnot waren, haben wir gedacht, wir warten einfach noch mal kurz ab. Oder Vivi hatte das gedacht, auch am ehesten. Und das haben wir dann auch gemacht und noch circa 20 Minuten gewartet oder sowas. Und siehe da, es ist von $60 runter auf $26 gesunken, der Preis. Nachfrage war nicht mehr so hoch, damit der Preis deutlich günstiger. Das so mal so als Tipp am Rande. Wenn ihr da entsprechend Zeit habt, dann macht das auf jeden Fall. Und dann sind wir mit einer super netten Fahrerin quasi zur Unterkunft gefahren worden. Die hat uns super viele Tipps nämlich gegeben, deswegen war sie auch so super nett, wo wir halt mit Kindern hin können, wo wir sparen können, was Einkaufen angeht, was Aktivitäten, freie Aktivitäten gibt, die versteckt sind, weil sie zwischen Hotelanlagen sind, aber Parts davon sind frei, wie an dem Disney Resort zum Beispiel, wo wir dann halt nochmal hinwollen. Dann halt auch noch verschiedene andere Sachen, und die hat uns einfach ja genau super hier zur Unterkunft gebracht. Wir sind, wie gesagt, irgendwas in die Richtung an so einem Kanal. Da haben wir eine Airbnb-Unterkunft, wo wir eine Unterkunft für 3 Wochen jetzt haben. Das ist halt zu Fuß super gelegen, weil man nah am Waikiki-Strand dran ist, aber trotzdem nicht zu nah, dass es halt irgendwie zu laut ist. Und auf der anderen Seite sind wir auch nur 5 bis 10 Minuten entfernt von der Ala Moana Center, wo man halt auch alles Mögliche shoppen könnte. Gilt ja mit als mit die größte Einkaufsmall in ganz Amerika. Und
daher ist das auch eine gute Möglichkeit für uns, da mal einfach hin, dass man da was auch Überdachtes hat. Ansonsten, da sind wir dann auch gestern hin, wir sind angekommen in der Unterkunft, haben uns kurz eingerichtet, haben da halt gedacht, wir schauen uns nochmal um, überlegt, ob wir dann direkt schon Lebensmittel einkaufen und halt noch was essen. Dann hatte das aber auch angefangen zu regnen. Wir sind dann erstmal noch bei dem bisschen Pieselregen, sind wir dann normal hin zur Unterkunft. Und nicht zur Unterkunft, zum Ala Moana Center. Und das war dann nachher auch schon, da war es noch hell. Es war irgendwas um 17 Uhr. Es war für den Tag auf jeden Fall auch sehr viel Regen angekündigt. Und wir sind dann halt aber da trotzdem noch zu Fuß hin, haben uns ein bisschen umgeschaut. Der Große ist dann auch nochmal eingeschlafen. Für ihn war es ja auch einfach ein langer und anstrengender Tag dann. Dann haben wir uns umentschieden, haben gedacht, wir essen dann lieber da was. Wir waren dann bei California Pizza Kitchen. Wir haben gedacht, nach dem ganzen Anreisetag und erstmal als Willkommensüberraschung für uns sozusagen, dass wir dort etwas essen. Und dann haben wir uns dagegen entschieden, weil das nachher schon zu spät war. Es hat alles ein bisschen länger gedauert, bis wir dann einen Tisch bekommen haben und entsprechend bedient wurden. Dass wir dann gesagt haben, wir gehen jetzt nicht noch Lebensmittel einkaufen. Von daher haben wir das dann einfach gelassen, sind dann zu Fuß zurück. Da hatte das ein bisschen stärker geregnet. Sind wir trotzdem natürlich einfach durch. Der Große hat ein Regenverdeck über den Buggy bekommen. Wir hatten ja noch den Regenschirm aus Singapur dabei. Der hat uns jetzt auch schon mal wieder was gut gebracht. Und sind dann zurück zur Unterkunft. In der Unterkunft war dann letztendlich auch nur noch Bettgeh-Routine. Wir haben noch so ein aufblasbares Bett im Wohnzimmer ausgebreitet, weil das eine Bett, was wir da haben, das ist so circa die Größe von einem Camper-Bett. Allerdings, wenn wir da alle drauf schlafen, ist das natürlich auch wieder ein bisschen enger, was das Umdrehen mal in der Nacht oder sowas angeht. Und so haben wir dann einfach das andere Bett im Wohnzimmer noch ausgebreitet, wo dann der Große und ich geschlafen haben. Und dann war auch an dem Abend nicht mehr viel los, deswegen haben wir da auch keine großen Aufnahmen gemacht. Und siehe an, wir haben auch heute irgendwie bis 9 Uhr oder sowas geschlafen. Dann ganz entspannt aufgestanden, da wir ja noch nichts eingekauft hatten, haben wir gedacht, wir gehen jetzt erstmal irgendwo frühstücken. Das haben wir auch gemacht, haben was Cooles gefunden. Der Große hat ganz fleißig Waffeln gegessen. Wir hatten auch unser Frühstück. Und jetzt ist ja aktuell gutes Wetter. Hawaii ist wohl dafür bekannt, oder ist halt dafür bekannt, dass es hier, wenn es hier Regen gibt, das meistens so ein starker Platzregen auch ist. Und danach eigentlich wieder sonnig oder entweder dann den ganzen Tag nur Regen. Das war wohl gestern halt der Fall. Und heute soll es wohl nochmal einen Platzregen mit Gewitter geben. Mal schauen, wann das halt eintrifft. Aktuell ist es hier sehr warm. Ich habe gar nicht auf die Temperaturen geguckt. Aber irgendwas bei ab 25 Grad aufwärts wird das hier wohl sein. Mal schauen, ob ich das hier gerade sehe. 26 Grad. Das heißt, auf jeden Fall auch nochmal ein anderes Klima jetzt hier als zum Beispiel in Auckland, wo das ja auch über 20 Grad waren, aber sich deutlich kälter halt angefühlt hat. Liegt ja auch südlicher. Und genau, jetzt schlendern wir nochmal rum. Wir wollen jetzt gleich zu einem Supermarkt ein paar Lebensmittel einkaufen, damit wir was für die nächsten Tage zum Frühstück immer da haben. Das ist ja eigentlich immer unsere Basis, dass wir schon in der Unterkunft frühstücken. Und dann haben wir auch erstmal gar nichts weiter für heute geplant, außer hier langbummeln, mal gucken, wie sich das Wetter entwickelt. Ich denke mal, wir werden heute auch nochmal einen ersten Ausflug nach Waikiki machen und uns da ein bisschen umschauen. Ansonsten halt schauen, dass wir die nächsten Tage dann nach und nach mal überlegen, was man da machen könnte, wann es sich lohnt, vielleicht ein Auto zu mieten, die Lagunen besuchen und so weiter. Wie gesagt, wir haben ja keinen Zeitstress, dadurch, dass wir ja auch 3 Wochen hier sind. Wir müssen hier nicht viele Sachen planen. Wir wollen ja auch nicht jeden Tag voll geplant haben und sehen das halt alles entspannt. Internet ist soweit in der Unterkunft eigentlich ganz gut. Der Upload ist ein bisschen langsam. Also mal schauen, wann ich wie oft Videos hochgeladen bekomme. Muss mal gucken, wie das halt ausreicht. Ansonsten gibt es ja auch bekannterweise viele Möglichkeiten, an öffentlichen Plätzen hier Sachen hochzuladen. Dann muss man sonst einfach mal das machen. Boah, soweit von uns. Wir sind also gut angekommen. Heute der erste ganze Tag. Wobei man gestern auch schon als ganzen Tag sehen könnte. Und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir hier ein bisschen unterwegs sind, was es so Tolles gibt. Und sagen dann mal Tschüss! Moin, ja,
Wir grüßen euch hier von bei Kiki Beach. Torben hat euch ja erzählt, dass wir einkaufen gegangen sind. Und genau, haben da erstmal geguckt, was es überhaupt alles so gibt und wie die Preise hier so sind. Der Umrechnungskurs ist ja relativ ähnlich vom zum Euro. Und genau, haben dann die Sachen erstmal zur Unterkunft gebracht, haben auch erstmal nur das Nötigste eingekauft, damit wir fürs Frühstück ausgestattet sind. Und sind dann weiter. Und genau, sind dann hier zum Beispiel Kiki Beach. Und quasi einmal da komplett lang und dann so ein bisschen durch die Straßen, durch das Royal Hawaiian Center. Und genau, sind jetzt, waren dann noch was essen, haben dann noch einen kleinen Markt entdeckt, der hier wohl immer montags ist. So, und da ist Torben, der wollte nämlich gerne nochmal hier in die Lagune rein, die direkt hier bei dem Hilton Hotel ist. Und die kleine Maus hält hier so das Band fest. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Bestimmt, aber. Genau, da war ein kleiner Markt. Die waren schon auf dem Hinweg, waren die im Aufbauen. Und Torben meinte, die bauen das bestimmt ab. Und ich sage, nee, wir gehen da nochmal vorbei. Und, oh ja. Sind dann nochmal vorbei und da war da so ein Stand. Ich hatte eh Bock auf so gebratenen Reis mit Gemüse. Und da gab es halt so einen Stand. Mit dem Band spielen. Also die darf schon, aber naja. Genau, da hatte ich halt eh Bock drauf auf gebratenen Reis mit Gemüse und das gab's da. Und relativ günstig, das war quasi Kilopreis, also Pounds. Und genau, ging nach Gewicht und man konnte sich das dann quasi selber abfüllen und Torben hatte da so ein Pad Thai mit Nudeln und Spieße gab's da noch, so Fleischspieße oder Garnelen nochmal für $5 extra. Genau, das haben wir uns dann geholt und saßen da ein bisschen und da konnten dann die Kids halt sich auch ein bisschen bewegen und der Große hat auch gut Reis gegessen. Und jetzt sind wir halt dann eben wieder zurück am Weg Waikiki Beach hier entlang, weil das eigentlich auf dem Weg auch zu unserer Unterkunft liegt. Genau, und Torb ist da jetzt reingegangen. Da irgendwo ist er. Genau, vielleicht. Gut. Ist wohl gut. Genau, er sagte, oh, es ist bestimmt voll kalt. Aber ja, genau. Ist wohl ganz gut. Und wie gesagt, wir gehen jetzt weiter zurück zur Unterkunft und gucken mal, was wir dann die nächsten Tage so machen. Wir melden uns dann wieder. Bis dann. Aloha und moin. So, am gestrigen Tag habe ich gar nicht mehr so viel erzählt. Wir sind, muss ich gerade überlegen, ach ja, von der Unterkunft sind wir mal los und waren auf dem Weg zu einem Walmart. Wir haben gedacht, wir gucken uns da mal an die Möglichkeiten an für irgendwie einen Sonnenschutz für den Strand, sei es ein Schirm oder eine Strandmuschel oder sonst was, um da ja auch ein bisschen geschützt zu sein. So eine Eigenanschaffung lohnt sich mehr, als hier mal regelmäßig was zu mieten. Und das haben wir uns auch angeguckt, aber nichts gekauft, weil die Strandmuschel dann doch irgendwie $60 kostete. Und der Schirm, den haben wir erst nachher beim Rausgehen gesehen, $15. Das wäre höchstens etwas, was wir uns noch mal holen könnten. Ja. Und dann sind wir wieder zurück an unserer Unterkunft vorbei, beziehungsweise ich habe da kurz was weggebracht. Wir haben noch ein bisschen Strandspielzeug für den Großen geholt. Und dann sind wir in das Royal Hawaiian Center. Dort gibt es nämlich immer dienstags eine Hula-Session, wo man sich eintragen kann, kostenfrei daran teilnehmen kann. Wir hatten allerdings irgendwie im Kopf, dass das von 12 bis 1 ist. Es war allerdings von 11 bis 12. Und somit quasi haben wir das knapp verpasst. Nicht weiter schlimm, weil wir sind ja noch ein bisschen hier. Vivi fand es ein bisschen schade, okay. Und dann haben wir uns das da angeguckt, haben noch ein lecker Shave-Eis gegessen. Und dann tatsächlich gesagt, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück zur Unterkunft
holen unsere Badesachen und gehen dann zu der Hilton Lagune. Das war auch eine super Entscheidung. Der Große konnte da klasse spielen mit seinen Sachen und wir ein bisschen im Wasser planschen. Die Lagune empfiehlt sich halt auch definitiv mehr für Kinder als jetzt im Vergleich zum direkten Strand. Das war schon mal super. Da waren wir gestern noch. Danach sind wir dann einfach nur zur Unterkunft. Wir hatten auch Lebensmittel dann eingekauft auf dem Rückweg und uns dann abends Essen gemacht. Bei uns in der Nähe ist so ein Mini-Supermarkt, gar keine große Marke oder sowas. Und da findet man auch alles, was man sonst noch irgendwie braucht. Das haben wir dann halt noch gemacht. Und jetzt sind wir halt heute los. Einmal mit einem Bus sind wir gefahren zu einem etwas auswärtigeren Elektrofachmarkt. Haben uns dann noch eine Kleinigkeit oder haben uns dann noch mal informiert zu etwas. Und sind jetzt gerade zu Fuß hier lang Richtung Aloha Tower. Da hinten ist er versteckt. Hier gibt es auch ein bisschen Aloha für euch. Genau, den wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen angucken von hier, soweit wie es geht. Ich weiß gar nicht, ob es da auch Touren gibt, ob man da hochkommt oder wie auch immer. Und dann gehen wir danach wieder weiter dem Strand entlang. Das ist eigentlich so anderthalb Stunden Fußmarsch, aber wir haben jetzt hier halt einen kurzen Stopp gemacht. Sind eigentlich auch ganz entspannt, was das Ganze angeht, die Kinder auch. Wir kommen ein bisschen raus und ein bisschen in Bewegung, das tut ja auch immer gut. Und von daher sind wir jetzt soweit unterwegs. Ich habe leider festgestellt, dass in der Unterkunft Downloadgeschwindigkeit im Internet super ist, Upload grottig. Das heißt, ich muss mal gucken für die Videos, die ich aktuell bearbeite, wie der Upload funktioniert. Ich glaube, 13 Stunden für ein Video ist halt echt übel. Muss ich mal schauen, wie das sich realisieren lässt, aber ansonsten kommen sie halt etwas später. So viel dazu. Wir schauen uns jetzt weiter um und machen uns weiter auf den Weg. Bis später!